War das schwierig, wo Sie meinten, eigentlich waren Ost und West strikt getrennt, sich ihn zu sehen dort auf dem Campus oder anderswo? Es war schwierig, weil, wie gesagt, wir waren getrennt räumlich, also auch die Sprachkurse waren ganz weit auseinander, die Räume. Und außerdem hat man schnell gemerkt, dass bei den DDR-Leuten zwei Aufpasser dabei waren. Also das waren zwei Menschen, die auch aus der DDR kamen und die hatten eigentlich offensichtlich kein Interesse für die Sprachen, weil sie kamen in den Unterricht ohne Bücher, ohne mitzumachen, sie saßen nur da. Und es hatte sich rumgesprochen unter den DDR-Leuten, das habe ich durch meinen Freund dann auch erfahren, weil mein Blick war noch nicht geschult für sowas, aber er hat es mir erzählt. Die sind einfach da nur, um aufzupassen, ob wir uns gut benehmen, richtig benehmen. Und natürlich, Westkontakt aufzunehmen, das war kein richtiges Benehmen. Also er hat schon ein paar Risiken auf sich genommen, dass er auffällt oder so, ja. Was haben Sie da so gemacht? Wie gesagt, wir haben einen Sprachkurs besucht. Das ging den ganzen Vormittag, dann gab es Mittagessen und dann gab es diese Freizeitaktivitäten. Einmal sind wir in die Pusta gefahren mit dem Bus und abends hatten wir dann die Zeit zur Verfügung. Und da war ich dann mit meinem späteren Mann, mit meinem Freund dann zusammen immer. Wir sind in die Weinstuben gegangen, ungarischen Wein probiert oder spazieren gegangen. Wie haben Sie das denn organisiert? Ich meine, das war ja eigentlich ja, was ziemlich Verbotenes, was Sie dort taten. Ja. Wie hat das funktioniert? Wie mussten Sie da tricksen? Eigentlich nicht. Wir mussten nur das Risiko auf uns nehmen oder eher er auf sich nehmen, dass er mit Konsequenzen zahlen muss. Aber zum Glück ist auch nichts passiert. Also es ging irgendwie. Er war mutig genug, diese Konsequenzen zu riskieren.